Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wir haben die Vault 19 erkundet. Und machen heute weiter. Wir haben viel geschafft. Hier mit diesen beiden Sachen. Und dann versuche ich hier das so ein bisschen abzuarbeiten. Aber erstmal natürlich da oben die beiden Sachen. Vault 3 haben wir auch schon mal erledigt. Von einer Vault zur anderen. Nee. Oha. Wo? Sind die alle wieder gespawnt, die Raider hier? Das wäre ja lustig. Eieiei. Was haben die denn dabei? Kleinkaliber gewählt, um nichts zu brauchen. So, lass mal Gewehr, hey. So. Eieiei. Das ist der R2-Laser, ne? Ja. So, kann ich das reparieren? Natürlich. Das ist schon mal sehr schön. Ich meine ja, da ging es nämlich raus und dann hier und dann. Ja. Weil hier ist ja alles zu. Deswegen muss ich da einfach drum herum gehen. Was natürlich blöd ist, aber naja. Es gibt Schlimmeres. Ja, gut. Ist halt so. Ich habe Karma dazu gewonnen. Nee, ja, ja, ja. Doch, habe ich! Alter, der labert auch nur Kacke hier, ey. Okay, das machen wir lieber nicht. So, eigentlich brauche ich die Waffe gar nicht ausgerüstet haben. Von wo? Oh Gott. Hä? Ach so, das wäre ja so ein Bereich gewesen. Stimmt. Ah ja, gut. Dann ist das nicht weiter schlimm. New Vegas Steel. Auch noch. Das dürfte nicht viel sein. Weil diese Industriegebäude nicht so kompliziert meistens. Oh, hi. 150 Patriotenkochbuchen, nichts Besonderes. Ein Terminal. Lucky 38, vorrangiges Leitprotokoll. Da kann ich jetzt nicht so viel machen. Oh, das ist ja Tatsache. Eine laufende Stahlproduktion. Jetzt würde mich mal interessieren. Aua. Ja, das muss auch wehtun auf heißen Stahl. Wie teuer, wie warm ist das? 1300, 1400 Grad. Tag hier. Also, ich habe auch immer so eine Vorstellung, ne? Das ist, also Qualmethode sowieso jemanden hier in sowas reinsetzen, ne? Aber auch, irgendwie diese schreckliche Vorstellung in flüssiges Eisen reinzufallen. Das muss halt echt schrecklich sein. Du wirst wahrscheinlich nach einer Sekunde nichts mehr spüren. Aber dann davor wird das wahrscheinlich schrecklich sein. Und jetzt wüsste ich mal was gerne. Wie ist das hier im Spiel? Instant tot. Okay.
Na dann. Und wie ist es, wenn ich hier... Hier bewegt sich nichts, ne? Ja, das ist nicht weiter schlimm, hier drauf zu stehen. Da gibt es schlimmere Sachen. Kann ich mich mal zeigen? Ne, schade. Ja. Kann ich wohl auch... Kann ich mich hier so... Schön, 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 schön. Wir haben ja genügend, deswegen macht das nichts. Das ist immer so lustig. So, also weiter hier. Gehen wir mal. Ist denn Feind in der Nähe? Jo, die Unholde hier. Aua. Wenn meine Kamera nichts tun, muss ich halt was tun. Ein bisschen. Was der immer mit seinen Flecken hat, ne? Okay, Tag hier. Der war jetzt nicht so gut. Scheiße. Was? Was mit Scheiße? Ja. Oh, hi. Dann sag mal. Richtet der noch? So. Ey! Jetzt überlebt! Ist ja unfassbar. KK-Gewehr beruhig nicht. So, kann ich jetzt schnell reisen, danke. Hat nachgelassen, bin immer noch nicht voll. Das lohnt sich nicht. Da brauche ich 10 Schaden mehr. So, aber ich mochte das mit dem flüssigen Eisen, dass man da so Schaden bekommen hat. Ja, nicht realistisch. Hätten viele andere Spiele bestimmt einfach nicht gemacht. Die hätten gesagt, ja, ist halt so, ne? So, Bauernhof. Bauernhof ist immer gut, da ist immer nix. Links ist immer so eine Kugel. Aber für die ganze Licht. Ist das eine Biogasanlage oder was ist hier los? Oh ne, das ist ein Grill. Okay. Hallo. Gott, wer ist denn jetzt hier? Sorry, aber... Pulverbanditen. Na los! Ja. Achso, lass mal Gewehr. Nein! Oh Gott, was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Irgendwelche unnötigen Sachen habe ich mitgenommen. Ich glaube, das war's. So. Nee, oh, egal. Perfekt. Ja, ja, den hören wir lieber nicht. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen beunruhigt, dass die Pulverbanditen so nah bei RNK-Gebiet sind. Was? Na, reicht schon? Boah. Will ich schon sagen. Prinzipiell. Da. Tschüss.
Also. Okay, perfekt. Und weiter. Da oben zur Fels. Zack. Kleinerungsanlage. Muss es auch geben, sowas. Der Beruf muss bestimmt toll sein. Ja, was bist du? Ja, ich bin Felszerkleinerer. Alter, hier ist ja eine richtig große Farm. Also vergleichsweise für das Ödland. So, Aha, mal gucken. Was hier so ist. Kann ich da hoch? Scheint so. Da werde ich wahrscheinlich nicht weiter können, ne? Ja. Interessant. Hier ist jetzt nichts, aber finde ich ein schönes Häuschen. Da ist nichts. Hier geht's hoch. Mal gucken, was da so ist. Auch nichts. Hier ist ja halt dann echt gar nichts. Das macht nichts. Wir gehen zum Gebäude des Basin Creek. Immer weiter. Immer Fortschritt. Ah, sind sie wieder am Kämpfen. RNK, ihr könnt zurück. Ich übernehme das jetzt. Haben sie schon so geschafft. Ja, RNK ist halt geil, ne? Muss man ja nicht drüber reden, die sind halt awesome. Nur manche Verwaltungsangelegenheiten sollten sie echt mir in die Hand drücken. Obwohl, das wäre auch echt geil, wenn du irgendwie mal so echt dann mit einem bestimmten Level, mit einer bestimmten Quest könntest du so echte Truppenbewegung machen. Das wäre nice. Würde ich machen. Halt gar nichts, ne? Weißt du, was ich mal versuche? Hier, Love and Hate, Nahkampf. Und ich keine Muni. So, dann kann ich die nutzen, bis die kaputt sind. So. Kann ich nämlich ein bisschen wieder kämpfen. Ich bin zwar kein Nahkampftyp, so gar nicht. Aber ja, das ist ja der Hammer. Oh, sehr realistisch, dass das Wasser hier nicht rausläuft. Ärger. Oder so. Oh, eine leicht verschlossene Tür. Was verbirgt sich dahinter? Ein Büroraum. Aha. Mit nix drin. Das ist ja höchst interessant. Frankfurt höchst interessant. Sehr schön, das zweite Stockwerk ist... Also da ist eh nichts. Okay, nächster Ort. Allied Technologies. Schön ist, wenn ich schnell reisen kann, das aber auch nämlich gerne sein, dass mal die Zeit schnell... Toll. Obwohl, ich versuche es mal auch so mit Nahkampf. Aua. Macht den halt echt schon viel Schaden, einfach so nur durch, ne? Stimpak. Mörder! Mörder? Wen hab ich denn ermordet? Ich hab mich verteidigt. Obwohl, die sind so auf Droge, das wissen die gar nicht, was der Unterschied ist. So, So, ein Sunsetas Voila. Ein zweites. Und weiter. Ein Schlag, da müsste weg sein, ne? Ja. Jetzt verstehe ich, warum da Veronica so viel Spaß dran hat. Hallo? Nein. Nein.
Plasmagewehr. Ach, schön. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ein Schlag und weg. Krawanschrot hinter. So. Wo wollte ich hin? Ich wollte der hin. Ne? Ja, genau. Auf diesen Ameisenhügel, wo ich auch schon die Ameisen sehe. Das schaffen wir. Das schaffen wir ohne Probleme. Ist das nicht auch eine Farm von diesem Farmer da? Wow. So. Da ist einfach drauf und die sind tot. Das ist schon, hat schon was. Und dann wieder einen 20-Tasten-Müller. Ist ja kein Bier, ne? Ist ja Ameisenhügel betreten, WTF. Okay. Ist ja so eine Limonade. Viele, die meisten, ich dachte es auch am Anfang, denken ja, das wäre Bier, aber es ist halt eine Limonade. Okay. Ist interessant, was es hier so gibt. Ist da unten noch mehr? Ah, die Mutter. Hallo. Oh, 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 oh. Die macht doch ein bisschen mehr Schaden, als ich dachte. Nein. So hier. Trotzdem ist die kein Problem. Hat die Mutter irgendwas Besonderes? Du. Ödländerin. Aha. Hier steht nur Kö. Das ist die Kö. Okay. Nichts weiter Besonderes. So, da waren 3 zu viel. Ne, 3 waren nicht zu viel. 3 war perfekt, glaube ich. Wir haben die Königin besiegt. Wir sind wieder mal durch. Aha. So, wo geht's hier raus? War das hier? Sind wir hierher gekommen? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Da? Ah ja. Tatsache. So, wo geht's als nächstes hin? In die Hunters Farm. Und hier ist anscheinend echt so Farmgelände. Wahrscheinlich in Wirklichkeit so gar nicht. Aber das macht wahrscheinlich nichts. Dahinter ist noch Bahnstation Junction. So. Mit den Dingern, wo ich keine Munition verbrauche, habe ich auch wieder ein bisschen Spaß daran, hier sowas zu machen. Ist das der richtige Weg? Ja. Ah, ist die Hunters Farm. Oh, ich hab Durst. Oh, sehr gut, dann merkst du einfach so. Oh, ich hab Durst. Ah, hier ist schon größeres Landwirtschaftsgelände. Was bauen die hier an? Eindeutig Gras. Ah, ja, aber das sieht nicht so erfolgreich hier aus. Hey. Oh oh. Das sind Pulverbanditen wieder mal. Hätte ich denen nicht zugetraut, dass die auch, dass die auch so intelligent für Landwirtschaft sind. Hätte ich echt nicht gedacht. So. Was ist der nächste? Ach, da. Na toll. Nicht schon wieder. Habe ich eigentlich wirklich gar keine Lust drauf. Auf die Freunde. So, haben wir jetzt echt 3 volle, die jeweils 7000 wert sind?
Alter, was die sich hier reingehauen haben. Okay, dann kann ich doch das Bett nutzen, ne? Hier, 2 Stunden schlafen. Perfekt. Vielleicht sind die dann ja weg. So, ich müsste mal hier kurz raus. Es scheint geklappt zu haben. Die sind weg. Die sind weg und ich bin weg. Bis zur nächsten Folge. Oh, tschüss.